Wir geben in einen Elektrolyten zwei Elektroden, legen eine Spannung an und können eine Stromstärke messen. Die Stromstärke wird verursacht durch die Wanderungsbewegung der Ionen, die wir durch die Ionenbeweglichkeit und Ionenleitfähigkeit beschreiben können. Was passiert jedoch mit den Ionen an den Elektroden? Im äußeren Stromkreis fließen Elektronen in diesem Bild von links nach rechts. An der linken Elektrode müssen also aus dem Elektrolyten in das Metall Elektronen fließen. Diese Elektrode nennen wir die Anode. An der rechten Elektrode fließen Elektronen aus dem Metall in den Elektrolyten. Diese Elektrode nennen wir die Kathode. Die Kathode ist dadurch gekennzeichnet, dass Elektronen aus dem Leiter erster Klasse in den Leiter zweiter Klasse wechseln. Die Anode ist dadurch gekennzeichnet, dass Elektronen vom Leiter zweiter Klasse in den Leiter erster Klasse wechseln. Anode und Kathode können nicht generell als Plus- oder Minuspol bezeichnet werden. Dies hängt davon ab, ob der Elektronenfluss, der hier gezeichnet ist, freiwillig passiert oder erzwungen erfolgt. Der Austausch der Elektronen an einer Elektrode wird durch die Durchtrittsreaktion formuliert. An der Kathode nimmt eine oxidierte Spezies Elektronen aus dem Metall auf und wird zur reduzierten Spezies. An der Anode ist es umgekehrt. Eine reduzierte Spezies gibt Elektronen an das Metall ab und wird zur oxidierten Spezies. Anode ist immer gekoppelt mit Oxidation, Kathode immer gekoppelt mit Reduktion. Üblicherweise schreibt man die Durchtrittsreaktion so, dass die Elektronen auf der linken Seite stehen. Bei der Elektrolyse von Salzsäure entsteht am positiven Pol Chlor. Es findet also diese Oxidationsreaktion statt. Bei der Zink-Kohle-Batterie löst sich am negativen Pol Zink auf. Es findet folgende Oxidation statt. In beiden Fällen handelt es sich um die Anode. In einer Elektrolysezelle ist die Anode der positive Pol. Hier wird die Oxidation erzwungen. Bei einer galvanischen Zelle ist die Anode der negative Pol. Hier läuft die Oxidation freiwillig ab. Bei der Elektrolyse von Kupferchloridlösung entsteht am negativen Pol Kupfer. Hier findet diese Reduktion statt. In einem Bleiakkumulator findet am positiven Pol die Reduktion von Bleioxid zu Bleisulfat statt. Bei der Elektrolysezelle wird die Reduktion erzwungen, die Kathode ist negativ. Bei der galvanischen Zelle verläuft die Reduktion freiwillig, die Kathode ist positiv. In der Zink-Kohle-Batterie ist der negative Pol die Anode. Bei der Elektrolyse von Aluminiumoxid ist der negative Pol die Kathode. Wie für jede andere Reaktion gelten auch für die Durchtrittsreaktionen die Gesetzmäßigkeiten der Stöchiometrie. Für einen Formelumsatz benötigen wir also ν₀-Elektronen. ν₀-Elektronen haben eine Ladung von ν₀ mal F. Entsprechend ergibt sich als Quotient aus der geflossenen Ladung und ν₀ mal F die Stoffmenge, die sich an den Elektroden abscheidet oder auflöst. Dies ist das Faradaysche Gesetz, welches sowohl für Elektrolyse als auch für galvanische Zellen gilt. Die Faraday-Konstante entspricht der Ladung von einem Mol Elektronen, 96.485 Ampersekunde pro Mol. Wenn wir zum Beispiel einen Strom von 1 Ampere einen Tag lang fließen lassen, dann entspricht dies 0,895 Mol Elektronen. Wir benötigen 2 Mol Elektronen, um 1 Mol Kupfer abzuscheiden. Wir benötigen 1 Mol Elektronen, um 1 Mol Silber abzuscheiden und 3 Mol Elektronen, um 1 Mol Aluminium abzuscheiden. Entsprechend ergeben sich nach dem Faradayschen Gesetz 28,47 Gramm Kupfer, 96,54 Gramm Silber und 8,05 Gramm Aluminium. Generell erhält man bei der Kombination zweier unterschiedlicher Leiter einen Potentialsprung an der Phasengrenze. Wenn wir etwa Kupfer mit Zink kontaktieren, dann wandern Elektronen aus dem unedleren Zink in das Kupfer. Das Kupfer lädt sich negativ auf, das Zink lädt sich positiv aus. Im Gleichgewichtszustand erhalten wir einen Potentialsprung an der Phasengrenze. In ähnlicher Weise erhalten wir einen Potentialsprung, wenn wir eine Elektrode herstellen aus einem Leiter erster Klasse und einem Leiter zweiter Klasse. Wenn wir ein Kupferblech in eine Kupfersulfatlösung tauchen, können zwei Prozesse ablaufen. Die Ionen können sich als Metall abscheiden, dabei müssen Elektronen in Richtung Elektrolyt fließen. Oder das Metall kann sich zu Ionen auflösen, dabei müssen Elektronen
in das Metall fließen. Weil Kupfer ein edles Metall ist, überwiegt zunächst der kathodische Strom, hier durch den grünen Pfeil gezeichnet. Dadurch lädt sich das Kupfer positiv auf, der Elektrolyt lädt sich negativ auf. Dadurch wird der kathodische Strom verlangsamt, der anodische Strom beschleunigt. Im Gleichgewicht sind Auflösungsgeschwindigkeit und Abscheidungsgeschwindigkeit gleich groß. Und wir erhalten einen Potentialsprung an der Phasengrenze. Am Anfang war die Elektrode kathodisch polarisiert. Der Betrag der kathodischen Stromdichte I- war größer als die anodische Stromdichte I+. Im Gleichgewicht sind anodische und kathodische Stromdichten vom Betrag her gleich und entsprechend der Austauschstromdichte I0. Eine Elektrode ist durch eine sogenannte elektrochemische Doppelschicht gekennzeichnet, die von der Struktur her einem Plattenkondensator gleicht. Wenn wir eine positive Probeladung vom Elektrolyten in das Metall bewegen und die Energie dieser Probeladung aufzeichnen, erhalten wir das Potentialdiagramm. Wir erhalten einen Potentialsprung aufgrund der elektrochemischen Doppelschicht. Der Unterschied des Potentials zwischen dem Metall und dem Elektrolyten wird als Elektrodenpotential bezeichnet. Im stromlosen Zustand ist dieses Elektrodenpotential Delta Phi gleich dem Redoxpotential E Redox. Wenn wir ein Zinkblech in einer Zinksulfatlösung positionieren, überwiegt zunächst der anodische Strom. Die Auflösungsgeschwindigkeit des Zinks ist größer als die Abscheidungsgeschwindigkeit. Das Zink lädt sich negativ auf. Im Gleichgewicht ist auch hier anodische und kathodische Stromdichte gleich. Das Redoxpotential einer Elektrode hängt zum einen von den Spezies ab, die an der Durchtrittsreaktion beteiligt sind. Kupfer ist edler als Zink, hat also ein größeres Redoxpotential. Zum anderen hängt das Redoxpotential von der Konzentration aller an der Durchtrittsreaktion beteiligten Spezies ab. Eine Kupferelektrode, bei der der Elektrolyt 1 molar ist, hat ein Potential von 0,34 Volt. Eine Kupferelektrode mit einem 0,1 molar Elektrolyten hat nur noch ein Potential von 0,31 Volt. Die Konzentrationsabhängigkeit des Redoxpotentials wird durch die Nernst'sche Gleichung beschrieben. In der Nernst'schen Gleichung finden sich alle Größen, die sich auch in der Durchtrittsreaktion befinden, etwa die Umsatzzahl der Elektronen im Nernst'schen Faktor, die Konzentration der oxidierten Spezies im Zähler hinter dem Logarithmus und die Konzentration der reduzierten Spezies im Nenner hinter dem Logarithmus. Das Standardpotential aller Elektroden ist in der Spannungsreihe tabelliert. Je weiter oben ein Redoxpaar in der Spannungsreihe steht, desto größer ist der Elektronensog. Permanganat hat in dieser Tabelle den größten Elektronensog. Je weiter unten ein Redoxpaar in der Spannungsreihe steht, desto größer ist der Elektronendruck. In unserer Zusammenstellung hat das Lithiummetall den größten Elektronendruck. Letztendlich ist jede Redoxreaktion ein Tauziehen um Elektronen. Wenn wir zwei Redoxpaare kombinieren, verläuft die in der Spannungsreihe oben stehende Halbreaktion von links nach rechts als Reduktion und die in der Spannungsreihe unten stehende Reduktion von rechts nach links als Oxidation. Hoch oxidiert tief. Hoch entreißt tief Elektronen. Je nachdem, um welche Spezies es sich bei der oxidierten und reduzierten Form handelt, unterscheiden wir Elektroden erster Art, Elektroden zweiter Art, Nichtmetallelektroden und Redoxelektroden. Bei einer Redoxelektrode liegen oxidierte und reduzierte Form beide im Elektrolyten vor. Wir brauchen lediglich einen inerten Elektronenleiter zur Elektronenableitung, etwa Platin oder Graphit. Ein klassisches Beispiel einer Redoxelektrode ist die Eisen-2+Eisen-3+Elektrode. Wir wollen das Redoxpotential dieser Elektrode nach Nernst formulieren. E0 schauen wir in der Spannungsreihe zu 0,77 Volt nach. Im Nernst-Faktor steht als μe1, hier in blau gezeichnet. Im Zähler hinter dem Logarithmus steht die oxidierte Form, die Konzentration der Eisen-3-Plus-Ionen und im Nenner steht die Konzentration der Eisen-2-Plus-Ionen. Weil es sich hierbei um gelöste Spezies handelt, müssen wir als Konzentrationsmaß die Molarität, die Stoffmengenkonzentration, einsetzen.
Ist die Konzentration von Eisen 2 plus und Eisen 3 plus genau gleich, haben wir das Standardpotential von 0,77 Volt. Überwiegen die Eisen 3 Ionen, haben wir ein höheres Potential. Überwiegen die Eisen 2 plus Ionen, haben wir ein negativeres Potential. Umgekehrt können wir sagen, dass wenn wir das Eisen 2 plus Eisen 3 plus Paar in einer Matrix vorliegen haben, die ein kleineres Redoxpotential als 0,77 Volt aufweist, dann überwiegt die reduzierte Spezies. Hat die Matrix ein größeres Redoxpotential als 0,77, so überwiegt die oxidierte Spezies. Diese Aussage gilt generell für jedes Redoxpaar. Das Redoxpotential einer Matrix, etwa eines Gewässers oder eines Bodens, ist also eine ebenso wichtige Kenngröße wie der pH-Wert dieser Matrix. Beachten Sie, dass wirklich jede Information aus der Durchtrittsreaktion sich in der Nernst'schen Gleichung wiederfindet. In der Nernst'schen Gleichung für das Redoxpotential einer Permanganat-Elektrode finden sich sowohl die stöchiometrische Umsatzzahl der Elektronen als auch die stöchiometrischen Umsatzzahlen aller Reaktanten wieder. Bei Gaselektroden liegen drei Phasen nebeneinander vor. Wir haben eine gasförmige Phase, eine flüssige Phase, den Elektrolyten und eine Elektrode als feste Phase. Die klassische Referenzelektrode in der Elektrochemie ist die Wasserstoffelektrode. Wir formulieren die Nernst'sche Gleichung für diese Elektrode. Per Definition ist das Standardpotential gleich 0. Im Nernst'schen Faktor haben wir eine 2 und wir müssen hinter dem Logarithmus das Quadrat der Protonenkonzentration durch die Wasserstoffkonzentration dividieren. Wasserstoff ist ein Gas, die Konzentration des Wasserstoffs muss in bar angegeben sein. Die Protonen sind eine gelöste Spezies, hier müssen wir die Konzentration in Mol pro Liter angeben. Die einfachsten Elektroden sind die Elektroden erster Art. Wir haben eine Metallsalzlösung, in die das entsprechende Metall taucht. Wir formulieren die Nernst'sche Gleichung für eine Silberelektrode, lesen aus der Spannungsreihe 0,8 Volt für E0 ab. Im Nernst'schen Faktor steht 1. Im Logarithmus steht die Konzentration der Silberionen durch die Konzentration des elementaren Silbers. Elementares Silber ist ein Feststoff. Wir müssen für die Konzentration den Molenbruch einsetzen. Wenn wir reines Silber haben, ist der Molenbruch gleich 1. Bei einer Elektrode zweiter Art haben wir ein Dreiphasensystem. Wir haben ein Metall, ein schwerlösliches Salz dieses Metalls und das entsprechende Anion dieses Salzes. Eine klassische Elektrode zweiter Art ist die Silberchloridelektrode. Wir formulieren die Nernst'sche Gleichung zu dieser Elektrode. Aus der Spannungsreihe lesen wir 0,22 Volt als Standardpotential ab. Im Nernst-Faktor steht die 1. Wir dividieren im Logarithmus die Konzentration des Silberchlorids im Molenbruch, durch die Konzentration des Silbers, auch wieder der Molenbruch, und die Konzentration der Chloridionen in Mol pro Liter. Klassische Referenzelektroden in der Elektrochemie sind die Standard-Wasserstoffelektrode mit 0,00 Volt beim pH 0, die Calomel-Elektrode mit 0,241 Volt und die Silberchloridelektrode, die im gesättigten Zustand ein Potential von 0,179 Volt besitzt. Die Silberchloridelektrode ist auch gut miniaturisierbar, sodass man sie bis in den Mikrobereich einsetzen kann. Das Redoxpotential einer einzelnen Elektrode lässt sich schwer messen. Was sich sehr gut messen lässt, ist die Differenz des Redoxpotentials zweier Elektroden. Wenn wir etwa eine Zink- und eine Kupferelektrode kombinieren, so haben wir eine galvanische Zelle, das berühmte Daniell-Element. Um diese galvanische Zelle zu beschreiben, benötigen wir zweimal die Nernst'sche Gleichung. In der Regel hat Kupfer das höhere Potential, ist damit der Pluspol, und Zink das negativere Potential, ist damit der Minuspol. An der Kupferelektrode treten freiwillig Elektronen in den Elektrolyt. Wir haben hier die Kathode. An der Zinkelektrode treten freiwillig Elektronen in das Metall. Wir haben hier die Anode. Die Potentialdifferenz, die wir von außen messen können, können wir ermitteln als Differenz des Kathodenpotentials minus dem Anodenpotential. Im stromlosen Zustand nennen wir diese Potentialdifferenz die Leerlaufspannung oder die EMK. Jeder Akkumulator ist eine galvanische Zelle. Beim Entladen eines Akkumulators fließen die Ströme genau wie hier gezeichnet. Die Prozesse laufen freiwillig ab. Wenn wir den Akkumulator aufladen wollen, müssen wir die Stromrichtung umdrehen.
Wir müssen die Anode zur Kathode machen und die Kathode zur Anode. Der Stromfluss ist dann erzwungen. Die Polaritäten von Anode und Kathode kehren sich um und das Delta E wird negativ. Wir schauen uns den Potentialverlauf in einem Daniell-Element an, wenn kein Strom fließt. Das niedrigste Potential hat das Zinkmetall. Wir haben den Potentialsprung zum Zinkelektrolyten. Wir haben dann eine Salzbrücke zum Kupferelektrolyten, bei dem wir in erster Näherung den Potentialsprung vernachlässigen können, und haben dann einen weiteren Potentialsprung der Kupferelektrode. Was wir messen können, ist die gesamte Potentialdifferenz zwischen Zinkmetall und Kupfermetall mit 1,1 Volt, ergibt sich aus dem Potential der Kupferelektrode 0,34 Volt minus dem Potential der Zinkelektrode minus 0,76 Volt. Im Daniell-Element wird also Zink oxidiert und Kupfer 2 plus reduziert. Diese Reaktion kann auch ohne galvanische Zelle spontan durchgeführt werden. Auch hierbei fließen Elektronen, aber in Form von ungerichteten Mikroströmen, die nicht zum Leisten einer elektrischen Arbeit verwendet werden können. Erst durch die räumliche Trennung von Oxidation und Reduktion in Form von zwei Elektroden gelingt es, diese Mikroströme zu bündeln und damit elektrische Arbeit zu gewinnen. Generell kann man aus jeder Redoxreaktion eine galvanische Zelle konstruieren. Wenn wir die Redoxreaktion spontan durchführen, gewinnen wir die gesamte Enthalpie dieser Reaktion als Wärme. Wenn wir die Redoxreaktion in einer galvanischen Zelle durchführen, gewinnen wir die freie Enthalpie als elektrische Energie und die gebundene Enthalpie als Wärme. Entsprechend ist die EMK einer galvanischen Zelle mit der freien Enthalpie der Redoxreaktion verknüpft. Entsprechend ist die Änderung der EMK mit der Temperatur mit der Entropie der Redoxreaktion verknüpft. Für ein Daniell-Element misst man zum Beispiel folgende EMK-Werte. Aus dem EMK-Wert für 25 Grad können wir eine freie Enthalpie von minus 212 kJ pro Mol für die Redoxreaktion ausrechnen. Aus der Temperaturabhängigkeit der EMK können wir eine Entropie von minus 15,4 Joule pro Mol und Kelvin für die Redoxreaktion ausrechnen. Nach Gibbs-Helmholtz können wir dann auch die Enthalpie ermitteln. Sie beträgt minus 216,8 kJ pro Mol. Wir können mit Hilfe der Spannungsreihe Redoxreaktionen voraussagen. Kann etwa Sauerstoff Eisen zu Eisen 2 plus oxidieren? Wir zerlegen die Redoxreaktion in zwei Teilreaktionen, schauen die entsprechenden Potenziale in der Spannungsreihe nach. Sauerstoff hat ein größeres Redoxpotential als Eisen, kann Eisen oxidieren, die Reaktion kann spontan ablaufen. Aus diesem Grund ist die Korrosion eisenhaltiger Werkstoffe ein Problem. Schon sauerstofffreies Wasser kann durch die immer vorhandenen H+-Ionen Eisen oxidieren, wir sprechen dann von Wasserstoffkorrosion. Erst recht kann sauerstoffhaltiges Wasser Eisen oxidieren. Neutrales Wasser kann alle Metalle, die unedler sind, als Eisen oxidieren. Sauerstoffhaltiges neutrales Wasser kann alle Metalle, die edler sind, als Silber oxidieren. Besonders gut geht die Korrosion bei folgenden Bedingungen. Viel Sauerstoff, niedriger pH-Wert, gute Leitfähigkeit des Elektrolyten und große Potentialdifferenz im Werkstoff. Bei einer Potentialdifferenz im Werkstoff löst sich stets die Anode auf. Wir sprechen davon, dass die Kathode vor Korrosion geschützt ist. Durch geschickte Wahl eines Opfermetalls oder durch Anlegen einer externen Spannung kann man daher Werkstoffe vor Korrosion schützen. Wir sprechen von KKS, kathodischem Korrosionsschutz. Wenn wir ein Metall mit einem Elektrolyten kontaktieren, haben wir eine Elektrode. Hier haben wir einen Potentialsprung an der Phasengrenze. Und auch wenn wir zwei Elektrolyte kontaktieren, erhalten wir in der Regel einen Potentialsprung. Wir trennen etwa zwei unterschiedlich konzentrierte Salzsäurelösungen durch eine poröse Fritte. Nun werden sowohl Protonen als auch Chloridionen aus der konzentrierteren Lösung in die weniger konzentrierte Lösung diffundieren. Weil die Protonen aber sehr viel schneller diffundieren, wird sich die weniger konzentrierte Lösung positiv aufladen. Wir sprechen von einem Diffusionspotential.
Dieses Diffusionspotential können wir berechnen aus den Beweglichkeiten bzw. aus den Überführungszahlen von Kationen und Anionen. Wenn Anionen und Kationen gleich schnell wandern, wenn T plus gleich T minus gleich 0,5 ist, ist das Diffusionspotential verschwindend klein. Dies ist zum Beispiel bei Kaliumchloridlösungen oder Ammoniumnitratlösungen der Fall. Daher werden diese Lösungen häufig in sogenannten Stromschlüsseln in der Elektrochemie verwendet. Wenn wir zwei unterschiedlich konzentrierte Salzsäurelösungen durch eine semipermeable Membran trennen, durch die lediglich die Protonen wandern können, so haben wir ebenfalls einen Potentialsprung an dieser Phasengrenze. Wir sprechen von einem Membranpotential, welches sich mit einer ganz analogen Formel berechnen lässt. Die verdünntere Lösung lädt sich positiv auf. Man kann dieses Membranpotential für analytische Zwecke ausnutzen, zum Beispiel in einer Glaselektrode zur Ermittlung des pH-Wertes. Wenn wir mehrere Ionen haben, die permeieren können, so gilt diese Gleichung für jedes Ion. Wir können eine Beziehung zwischen den Ionen, die permeieren können, aufstellen, die man als Donnengleichung bezeichnet. Das Produkt der Konzentration links ist gleich dem Produkt der Konzentration rechts. Diffusionspotenziale spielen zum Beispiel in der Biochemie bei der Leitung von Nervenimpulsen eine wichtige Rolle.